Die Akte Veturia, ein Warhammer 40.000 Hörbuch von Clemens Winkler und Gero Plumeier. Sprecher Gero Plumeier und Julia Reichenbacher. Kapitel 11, Interludium 2, Morgenappell. Raus aus den Betten und hinein in die Uniform, ihr faulen Säcke. Genug geschlafen. Der Imperator beschützt zwar auch im Schlaf, aber es gibt keinen Grund, seine Mildtätigkeit auszunutzen. Jetzt ist es an der Zeit, euren Beitrag zum Schutz des Imperiums zu leisten. Und denkt daran, hattet ihr seltsame Träume? Habt ihr im Schlaf geredet oder hat euer Kamerad im Schlaf geredet? Dann meldet euch umgehend beim Regimentspriester oder Kommissar. Sie wurden extra dafür geschult, euch dabei zu helfen. Also zögert nicht. Geht zu ihnen, noch vor dem Frühstück. Ich bin Gavril Main und ihr hört den Morgenappell auf 31.VMV, euer Sender für alles zwischen Front und Haku. Aber was höre ich denn da? Der Gedanke des Tages? Natürlich verraten wir ihn euch gerne. Der Gedanke des Tages lautet: Das größte Verbrechen des Aliens ist seine Existenz. Da habt ihr es gehört, das größte Verbrechen des Aliens ist seine Existenz. Und ihr hört auch schon die wunderbare Stimme meines heutigen Studiogastes. Nur hier und heute im Morgenappell werde ich von einer wahren Heldin des Imperiums begleitet. Einer Heldin aus euren Reihen. Einer treuen Dienerin des Gott-Imperators. Eine Veteranin vieler Schlachtfelder, von Anfang an am Befreiungsfeldzug auf Veturia beteiligt. Und ich bin mir sicher, die Andara unter euch werden bestimmt schon von ihr gehört haben. Ich in jedem Fall freue mich unheimlich, sie heute etwas näher kennenzulernen. Es ist niemand Geringeres als die Brigage der dritten Chimäre der fünften Fuhre des 304. Andarischen Kürassierregiments mobiler Infanterie. Camila Teresta, herzlich willkommen hier bei uns. Hallo. Camila, schön, dass du dir Zeit gefunden hast für uns und unsere Hörer. Klar. Camila, ich habe eine Frage, die ich dir gleich zu Anfang stellen möchte. Eine Frage, die ich mir schon bei der Vorbereitung auf deinen Besuch hier gestellt habe und die sicher auch die Kameraden an den Empfangsgeräten interessiert. Mobile Infanterie, brauchen wir nicht drüber reden. Andara, wer kennt nicht ihren Heldenmut? Aber was ist eine Brigage? Was ein Brig ist? Ganz einfach. Ein Brig ist der jüngste Offiziersrang in andarischen Regimentern. Der niederste Offiziersrang also. Dann bist du im Prinzip ja ein Lieutenant. Was dagegen, wenn ich LT sage? Alles klar, super LT. Dann kommen wir auch schon zu unserer Schnellfeuerrunde. Kurz zur Erklärung. In der Schnellfeuerrunde stellen wir unseren Gästen kurze, schnelle Fragen, damit unsere Hörer sie gleich besser kennenlernen und du gibst bitte genauso schnelle, kurze Antworten. Alles verstanden? Mhm. Recaf oder Tenerleaf? Recaf. Deine Lieblingswaffe? Chimäre. Ja, ich meinte eher so eine Handfeuerwaffe. Ach so, dann ganz bescheiden mein Laserkarabiner. Alles klar, Angriff oder Ver... Angriff? Nenn uns doch bitte deinen Lieblingsheiligen. Die heilige Arabella? Nein, stopp, der heilige Cyriarch. Also, zur heiligen Arabella hat sich vor kurzem der heilige Cyriarch gesellt. Der hat mir eben neulich erst geholfen. Der Schutzheilige gegen Versuchung und Besessenheit also. Das ist aber eine spannende Wahl. Magst du uns zu dieser Geschichte vielleicht ein bisschen was erzählen? Ich glaube nicht, dass ich darüber reden darf. Was im Feld passiert, bleibt scheinbar im Feld. Dann lass uns über was anderes reden. Vielen Dank für deine Antworten, LT. Ich denke, das hat uns einen guten Eindruck gegeben, wer Camila Teresta überhaupt ist. Sag mir doch mal, stimmt es, dass du vor nicht allzu langer Zeit Ehrengast warst bei den Feierlichkeiten im Gouverneurspalast? Ich darf da wirklich nicht drüber reden. Aber ein paar Sachen, denke ich, kann ich schon verraten. Die Einladung zum Ball des Gouverneurs ist die größte Ehre, die ich in meinem Leben erhalten habe. Ich bin zutiefst dankbar und preise den Imperator für das Geschenk, das er mir zukommen ließ.
Im Palast wird die Größe und Glorie des Imperiums manifest. Es mahnte mich meines Platzes und meiner Pflichten. Durch die Freundlichkeit und Wärme der über jeden Tadel erhabenen Gäste fühlte ich mich an diesem Abend wohl und herzlich aufgenommen. Ein wahrhaftig einmaliges Erlebnis. Gänsehaut. Danke für deine schönen Worte. LT, nein, also wirklich, das muss ich schon zugeben. Da werde ich meine Anstrengungen gleich verdoppeln und vielleicht auch mal in den Genuss einer solchen Gelegenheit zu kommen. Aber apropos Anstrengungen, Camilla, du bist ja eine Frontsoldatin. Und ich habe schon gesagt, du bist seit Beginn der Kampagne auf Vitoria eingesetzt, richtig? Ja. Dann vielleicht mal deine Einschätzung unserer strategischen Lage und unserer bisherigen Erfolge bei den Bestrafungen des Feindes. Unser Vorgehen ist defensiv. Damit konnten wir anfangs Erfolge erzielen. Wir sind aber zu defensiv. Gerade nachdem ein Teil der PDF rebelliert hat, verfügt der Feind nun über wesentlich mehr strategische Ressourcen und der Konflikt wird sich so verändern, dass wir mit unserem bisherigen Vorgehen auf Dauer keinen Erfolg... Halten Sie sofort das Mikrofon ab! Wir unterbrechen unser Programm für eine routinemäßige Wartung. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Maschinenpriester führen schon die heiligen Rituale durch. Wir sind sofort wieder auf Sendung. Vernachlässigen Sie in der Zwischenzeit nicht Ihre Pflichten. Bedenken Sie, der Gottimperator sieht alles. VMV auf 31.5. Ihr Sender für alles zwischen Front und Haku.